ich glaube, dass man sich von verschiedenen Managern sicher das ein oder andere abschaut, aber ich bin auch überzeugt, dass man seinen eigenen Weg gehen muss. Und ich bin sicher einer, der recht nah an der Mannschaft ist. Ich will ein Gefühl kriegen für unsere Truppe, für unsere Spieler, werde auch eng mit dem Trainer kommunizieren. Wir sind hier in der Führung im engen Austausch, also das ist, halte ich für ganz wichtig. Das merkt auch die Mannschaft, ob da eine Geschlossenheit da ist in der Führung. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, um dann eben auch die Erfolge einzufahren, die wir uns alle wünschen. Also von daher sicher auch das ein oder andere Mal in Trainingsklamotten. Ich freue mich, dass wir am 5. jetzt bereit ins Trainingslager gehen. Und es ist immer eine gute Gelegenheit, wenn man da wirklich eine Woche auf engstem Raum zusammen ist, viele Gespräche zu führen, die Mannschaft noch besser kennenzulernen, auch die einzelnen Charaktere besser kennenzulernen, viele Gespräche zu führen im Trainingslager. Man ist permanent mit dem Trainer dann zusammen, weil es ganz wichtig ist. Wir müssen der Mannschaft auch klar machen, dass wir vor einer sehr schwierigen Aufgabe stehen, dass da höchste Konzentration erforderlich ist, dass jeder an seine Grenzen gehen muss und dass wir es aber nur gemeinsam schaffen können. Dass jeder, der sich da hängen lässt, unseren Erfolg gefährdet und dass wir das nicht zulassen können. Von daher sehr konzentriert arbeiten im Trainingslager, uns vorbereiten auf eine Rückrunde, die spannend wird. Ich sehe auf alle Fälle so viel Potenzial, dass man die Liga halten kann. Und sicher war in der Hinrunde, gab es die ein oder andere Verletzung, die natürlich ein Kader wie der des FC Augsburg nicht ganz so leicht verkraften kann, wie es beim FC Bayern der Fall ist, wenn der Gomez die ersten Wochen ausfällt und die mit Mandzukic und Pizarro in der Sommerpause schon aufgerüstet haben. Das ist in Augsburg problematisch. Mölders war lange verletzt, Co. war lange verletzt, Verhaag ist lange verletzt. Das tut uns natürlich weh. Von daher ist es auch ganz wichtig, die Spieler möglichst schnell wieder hinzukriegen, fit zu bekommen und dann, dass wir eben auch, dass der Trainer Alternativen hat, Möglichkeiten hat. Und ich habe einige Spiele hier live gesehen, habe auch mir einige Spiele am Fernsehen noch angeschaut vom FC Augsburg. Und das, was man oft gehört hat nach den Spielen, ist, dass die Mannschaft gut mitgehalten hat, gut gespielt hat. Und das ist erstmal erfreulich, wenn man solche Aussagen hört, aber das darf uns nicht zufriedenstellen, sondern es haben offensichtlich doch Kleinigkeiten gefehlt, die dazu geführt haben, dass wir die Ergebnisse nicht erzielt haben, die wir brauchen. Und da müssen wir eben kleine Rädchen drehen, da müssen wir noch kompakter stehen, noch konzentrierter sein, weil Nachlässigkeiten in der ersten Liga bitter bestraft werden. Und von daher war auch eine kurze Ansage von mir heute Morgen, dass wir uns keine Nachlässigkeiten erlauben dürfen, sondern mit voller Konzentration jetzt eben auch an die Vorbereitung gehen. Die Voraussetzungen waren andere. Wir hatten damals eine sehr, sehr junge Mannschaft, hatten ganz schwierige Voraussetzungen, als ich gestartet bin. Da war überhaupt noch nicht klar, ob man die Lizenz bekommt für die neue Saison. Man musste auch im Kader einiges verändern. Man musste Budget deutlich reduzieren. Das war zu Beginn nicht ganz einfach. Das ganz große Plus war da eben auch, dass man eine sehr gute Nachwuchsabteilung hatte, wo man junge Spieler sehr schnell hochziehen konnte. Ansonsten habe ich natürlich meine Lehren aus 60 gezogen. Ich fand es auch ganz gut, dass ich nicht direkt danach wieder ins Geschäft eingestiegen bin, sondern dass man Zeit hat, die Dinge zu reflektieren, sich Gedanken zu machen, was demnächst anders läuft. Und habe da sicher meine Schlüsse gezogen, die ich nach und nach umsetzen werde auch. Dass es ganz wichtig ist, eine Mannschaft auch ganz klar zu führen. Dass es ganz wichtig ist, dass alle im Verein in eine Richtung marschieren.
dass man hinter verschlossenen Türen auch mal kontrovers diskutieren kann, aber dass man so lange diskutiert, bis man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und das ist ganz wichtig. Zu meiner Zeit bei 60 gab es das ein oder andere Störfeuer, das man sich hätte sparen können und das die Arbeit auch erschwert. Und ich halte es ganz für ganz wichtig, dass man geschlossen ist und da eben auch mit einer Sprache spricht und so auch nach außen auftritt. Wir haben alle den FC Augsburg nach außen zu verkaufen und dessen sollten wir uns bewusst sein. Wir sind permanent am Überlegen, wie man sich verstärken kann, aber es wird schon sehr schwer sein, da noch was zu realisieren. Aber das ist, glaube ich, eine der Aufgaben. Man muss Augen und Ohren immer offen halten und wenn sich eine gute Möglichkeit oder Option bietet, von der wir überzeugt sind, dann versucht man das zu realisieren. Aber nicht alles, was man machen möchte, ist dann letztendlich auch zu realisieren. Ich bitte einfach um Verständnis, dass wir uns auf die Aussage beschränken müssen, die wir offiziell rausgegeben haben. Das heißt, es ist nicht ein böswilliges Mauern oder weil wir Ihnen Ihr Arbeit schwer machen wollen. Das verstehen Sie natürlich alle. Das ist ein schwebender Prozess, der sicherlich vor dem Arbeitsgericht enden wird. Und da raten uns unsere Anwälte einfach, uns auf diese Aussagen zu beschränken und nicht einfach noch irgendwelche Statements abzugeben, die eventuell gegen uns verwendet werden könnten. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir hier nichts dazu sagen, aber vielleicht ergänzend noch, weil natürlich sehr viel geschrieben wird und auch spekuliert wird. Also der zweite Manager in einem halben Jahr, kann man denn mit dem Sainz oder mit dem Birks überhaupt zusammenarbeiten? Da bitte ich doch ein bisschen um differenziertere Betrachtung. Den Herrn Paula, von Herrn Paula haben wir uns nicht getrennt. Wir haben den Herrn Paula gebeten, das unglaublich schwierige Amt des Aufbaus des Nachwuchsleistungszentrums zu übernehmen. Auf der einen Seite sagt der Herr Reuter auch in unseren Gesprächen, vorher ist es so wichtig, auf den Nachwuchs zu setzen und dass hier was passiert, weil er aus diesem Fundus natürlich bei 60 sehr schöpfen konnte, aber 60 auch durch den Verkauf dieser jungen Spieler, ob die Benders oder Gebhards, wie sie alle heißen, wissen sie alle Volland, wissen sie alles besser wie ich, aber sich ja dadurch auch immer wieder finanziell sanieren konnte. Wir haben hier einfach einen großen Nachholbedarf und deswegen bin ich heute noch heilfroh, dass der Herr Paula das Angebot angenommen hat, aber es wird natürlich so dargestellt, als wenn man den Herrn Paula abgesägt hätte. Das haben wir damals schon gesagt, dass es nicht so war, aber jeder glaubt das, was er gern glauben will und es ist halt einfach schlagzeilenträchtiger, wenn man sagt, jetzt haben die schon einen zweiten Manager in einem halben Jahr verbrannt. Aber das ist nicht so. Die Fälle Paula und Rollmann sind völlig differenziert zu betrachten. Da bitte ich einfach, das auch einmal so anzunehmen oder uns zu glauben.